Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nimby Rails. Zu dem, ja, nennen wir es mal zu dem YouTuber-Projekt, wo, was Lavan und ich begonnen haben. Wir haben begonnen hier in Hannover und zwischen Oldenburg und Bremen. Und wir sind schon relativ weit gekommen in den ersten drei Videos. Selbstverständlich bin ich nicht alleine, sondern auch Lavan ist mit dabei. Hallo. Und falls du selber Videos zu Nimby Rails machst und gerne mitmachen möchtest, dann lass es uns gerne wissen. Denn, ja, wie gesagt, die YouTuber Edition von Nimby Rails, da fehlen natürlich halt auch YouTuber. Oder gehören halt mit dazu. Ich würde heute die Strecke weiterbauen von Bad Zwischenahn über Westerstede, Ocholt, August, Fehden nach Leer. Eventuell baue ich auch schon weiter bis nach ganz nach Emden. Vielleicht komme ich sogar bis nach Nordberg-Mode. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und was machst du jetzt so? Also ich wollte mich, nachdem ich ja Bremen angeschlossen habe, also wir haben letzte Folge so viel geradeaus und straight durchgebaut. Ich habe gedacht, diesmal machen wir ein bisschen mehr Stationsbau, ein bisschen Bahnhofsbau. Ich werde mich ein bisschen um S-Bahn Hannover kümmern. Also ich werde zum Beispiel hier Wunstorf rausbauen Richtung Haste schon mal. Die Linie. Vielleicht baue ich auch schon mal die S1 mit, in die im Bogen auch von Haste losfährt, Bad Nenndorf, Basinghausen, wenigsten Ronnenberg, Hannover, da so die Ecke. Das werde ich mal gucken, wie weit ich komme, aber das wird so das Projekt sein, was ich diese Folge ganz gerne angehen würde. Ja, für euch, falls ihr noch nicht genau wisst, hier wegen, wie man halt solche Weichen und so macht, das haben wir auch rausgefunden während des Gameplays einfach. Ich zeig's auch mal ganz kurz, warte. Einfach auf, ich scroll mal rein, ich hab dir das hier, ihr wollt das dann auf diese Seite bekommen, allerdings halt von einer anderen Richtung. Einfach dann auf Shift drücken und dann halt, was heißt drücken, Shift gedrückt halten und dann verändert er die Dings. Yes. Da steht zwar Press Shift im Tooltip, allerdings ist es eher Hold Shift, wenn man so möchte. Genau. Also so ändern wir die Weichenrichtungen um, das ist ganz wichtig, weil das wusste ich bisher nicht, wie es geht. Das wird für die Gleisanlagen noch wichtig werden. Gut, ich werde mich jetzt hier nach Wunstorf begeben und schon mal die weiteren Gleise bauen. Ja, ich bin auch gerade dabei. Ich komme hier gerade mal wieder nicht rüber. Bauen wir hier mal die zwei weiteren Gleise ran. Ich glaube, von der Länge dürfte das vom Bahnsteig hier passen. Jetzt möchte ich doch mal hier kurz gucken. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade hier? Ich bin gerade erst frisch aus Bad Zwischenahn raus. Da müssten sie auch irgendwie darüber kommen. Sonst wird das irgendwie doof. Jetzt ist die Frage, es liegt so eng hier. Das Gleis, das wahrscheinlich schwierig wird. Können wir einfach über das Gleis rüber? Nee. So Kreuzweiche in dem Sinne geht nicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier nochmal ein Stückchen wegnehmen. Das wird natürlich jetzt erstmal sagen, ich hoffe, dass das jetzt dann gleich wieder, ja, mal gucken. Wir müssen mal beobachten. Mal gucken, was er macht, wenn ich jetzt einfach ein Teilstück des Gleises wegreiße. Ich vermute, dass er dann einfach da nicht weiterfahren kann im Moment. Und dann, wenn er es wieder weiterfahren kann, das dann auch bemerkt, dass er weiterfahren kann. Wenn das Sinn ergeben hat. Wir müssen jetzt, nee, warte mal, wir müssen das jetzt mal anders bauen. Weil jetzt habe ich nämlich ein wichtiges Teilstück gerade weggerissen, der Bahnstrecke. Zumindest für die Regionalexpresszüge. Okay, es geht einfach hier straight weiter. So. Wenn wir das hier so legen. Ich würde fast. Ich würde fast überlegen, ob wir das so straight. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es in Realität ist. Gleis verfällt hier so ein bisschen. Würde ich das fast so legen, dass wir. Ja, oder dass wir hier die Gleise haben. Also, dass wir das Gleis hier so nutzen. Das wird dann das Regionalexpress-Gleis. Damit müssen wir jetzt hier rüber und damit. Nicht, dass die übereinander sind oder untereinander verwunst. Ich glaube, das sind ganz normale Weichen. Deswegen. Das als S-Bahn-Gleis nutzen, das, als, dann würde ich, das ist ja erstmal das wichtigere Gleis, weil das hier das Regionalexpress-Gleis mit ist. Würde ich sagen, machen wir den hier. Gehen dann so hier raus, dass sie nicht zu. Oh Gott, wo ist denn jetzt so lang, Alter? In die Richtung auf alle Fälle. Muss ich mal gucken, müssen wir wieder aufmachen. Eigentlich geht es geradeaus bis da vorne, dann machen wir eine Kurve.
machen wir eine Kurve hier vorne, okay. Aber ich will jetzt erstmal wichtig, jetzt werden wir, dass die Züge auf die Gleise kommen, wo sie hin sollen. So, zum Beispiel so auch. Jetzt müssten sie eigentlich alle bauen das schon mal auf ihre Gleise kommen. Ja, das ist ein bisschen komisch hier. Und auch der Regionalexpress sollte jetzt wieder seine Linie haben. Ich schau mal ganz kurz. Genau, der wird jetzt hier rüberfahren und wird dann da auf. Oder wird halt mit. Er fährt jetzt wieder über die S-Bahn-Gleise. Ja, das soll er natürlich nicht. Ich hoffe ganz einfach, wenn wir jetzt das wie die Regionalexpress-Gleise wieder anschließen, dass man auch wieder über die Regionalexpress-Gleise fährt. Teilweise. Okay, das ist jetzt interessant. Jetzt fährt er mit dem einen Gleis über den Regionalexpress-Gleis oder über die Fernverkehrsgleise. Und über einen über die S-Bahn-Gleise. Warum auch immer. Ne, man kann ja auch Wegpunkte machen, ne? Das habe ich jetzt vor. Achso. Habe ich noch nie gemacht. Wo sind denn die Wegpunkte eigentlich? Da, wo man die Station hinzufügt. Ich weiß nur nicht, wo die Wegpunkte dann gesetzt werden. Das ist halt wie das andere. Station hinzufügt? Wie weißt du das? Da, wo man die Station hinzufügt. Kann man auch Wegpunkte hinzufügen. Bei den Bahnhöfen. Bei den Bahnhöfen, genau. Ich sehe doch keine Wegpunkte. Depot? At Waypoints to Line, links daneben, direkt daneben. Links daneben, hä? Also Depot, darüber ist Bahnhöfe der Knopf, ne? Muss ich auf den Knopf Bahnhöfe draufdrücken? Depot, wo ist denn hier Depot? Aber ich bin jetzt bei der Linie, ne? Bei den Linien bin ich jetzt gerade. Ach, bei Linien muss ich hin. Oh, genau. Okay, gut. Danke. Da dachte ich jetzt gerade hin. Wo muss ich denn jetzt lang? Diese Linie nach unten verschieben. Also links neben dem Punkt, wo man Stationen hinzufügt. Ach hier, genau. Ja, dann machen wir es einfach kurz nochmal hier den Viadukt drüber. Okay, also das Hannover Hauptbahnhof, ja, genau. Ah, okay, das geht relativ gut. Man sieht auf dem Gleisen dann einfach diese Pfeile. Man muss dann einfach da draufklicken. Ich wollte ja nochmal gucken, in letzter Folge hatten wir so einen Regionalexpress, der, also das hatte offscreen, hat man festgestellt, ich habe noch ein bisschen was bearbeitet, der einfach irgendwo lang fuhr und da nicht hingehörte. Der ist, glaube ich, noch auf dem Weg. Also der ist schon hier in Neustadt am Grünberger durch, das ist gut. Und der ist auch schon auf dem Weg. Okay, der fährt jetzt auch Richtung Wunstorf und bauen uns jetzt hier weiter in Richtung Haste raus. So. Kleine Kurve. Jetzt fahren wir hier schön an der Straße und am Fluss entlang. Ja, ich folge auch gerade der Hochstraße. Das ist, ich weiß gar nicht, hier ist glaube ich nicht mehr hoch, die Straße. Hier geht es dann runter durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier die Strecke kenne ich auch sehr gut. Ups. Ich glaube, die ist zweigleisig hier. Ich gucke gleich nochmal nach. Weil ich meine, die Strecke ist zweigleisig auf dem Abschnitt. So. Dann kommen wir gleich wieder über den Mittellandkanal. Brücke sollte gleich folgen. Hier irgendwo gleich. Ja, jetzt geht es noch ein Stück durch den Wald. Genau, es geht ja noch schön geradeaus. Von geradeausstrecken haben wir ja letzte Folge schon genug gesehen, hätte ich fast gesagt. Wird uns das öfter mal begegnen. Aber es ist zumindest angenehmer, weil man erkennt es deutlich besser, als wenn es jetzt plötzlich eins mit dem Detail wird, mit dem Terrain wird. Stimmt schon. So, jetzt habe ich nämlich auch keine Ahnung mehr, wo es jetzt hier lang geht. Und dann folgt jetzt gleich der Bahnhof Haste. Brauchen wir eigentlich 5 Gleise für? Ist natürlich nicht so wirklich möglich, deswegen muss man gucken, wie wir es bauen. So. Haben wir hier ein Gleis. Das heißt, wir würden dann hier weiterbauen. Das wäre jetzt hier Strecke Richtung Ruhrgebiet. Ach, das ist ja auch die Fernverkehrsstrecke hier und unter anderem. Können wir die auch schon mal weiterbauen hier. Ich glaube, hier wird es dann auch schon wieder zweigleisig. Wir müssen mit der Weiche einbauen. Das hier wird jetzt die S-Bahn-Strecke hier raus Richtung... Das ist die S1. Bad Nenndorf ist der nächste Halt. Müssen wir das hier natürlich oben noch anbinden. Hier noch eine Weiche einbauen.
geht's jetzt hier entlang. Oh Gott. Das ist ja schon mein Haste. Dann kümmern wir uns jetzt hier um die S-Bahn-Strecke. Die ist normalerweise auch nur eingleisig, aber da wir hier keine eingleisigen Strecken haben, müssen wir sie hier leider zweigleisig ausbauen. Das heißt, wir können dann auch nicht so darauf achten, dass die Züge sich genau an den richtigen Stellen begegnen und sowas. Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, es reicht auch, es wird erstmal ziemlich cool, wenn wir auch ziemlich viele Züge dann fahren haben. Und Hannover S-Bahn-Netz ist jetzt mit das mit ausgebautes S-Bahn-Netz, obwohl Bremen auch schon ein relativ ausgebautes S-Bahn-Netz hat, muss man ja sagen. Ich glaube, so zwei Linien haben wir schon. Die dritte Linie steht von den Bahnhöfen zumindest so ein bisschen schon, glaube ich. Also das, was ich da gebaut habe. Und in Bad Nenndorf wird jetzt das Problem, dass wir tatsächlich hier einen Kurvenbahnhof haben. Aber das nicht wirklich darstellen können. Deswegen müssen wir jetzt... Sieht es jetzt ein bisschen seltsam aus, aber man kann mal später mal gucken, dass man es ein bisschen bearbeitet kriegt. So. Dann folgt genau, das nämlich hier dieser Straße. Mit der Zeit gibt es auch neue, wird wahrscheinlich neue Funktionen und so weiter geben. Dann richtig heißt. Oder anders heißt. Ich habe ja eh keine richtigen Zug dafür. Wir sind jetzt hier in Bantorf. Ach ja, und das ist übrigens Quatsch, das ist ein Tunnel. Wo es hier runter durchgeht. Beziehungsweise, das geht da einfach runter durch, deswegen. Wir können auch einen Tunnel bauen, aber nee, wir können das auch ganz normal legen, das passt schon. Bantorfer Bahnhof liegt hier. Hier ist übrigens ein Meckes. Und sollte passen von der Länge. Sollte sogar fast Originallänge sein. Hat er die Station so benannt oder weswegen? Wie bitte? War das eine Zusatzinfo oder weil er die Station so benannt hat? Ich kenne die Bahnhof relativ gut. Also. Weitringhausen, das nennen wir nochmal um hier. Bad Nenndorf, den Bahnhof. So, nochmal umbenennen. Fertig. Und. Genau, hast du, das passt. Das ist hier absichtlich nicht verbunden, weil das normalerweise hier rausgeht. Da müssen wir nochmal gucken wegen den Gleisen. Bauen wir erstmal hier weiter. Nächster Halt ist dann Winninghausen. Der Bahnhof bist hier vorne im Kollegen, genau. Jetzt brauche ich hier wieder ein Viadukt. Aber ein Tunnel ist ja dasselbe Prinzip. Ich mache lieber einen Tunnel, weil es anders, besser aussieht, finde ich, als dieses Gezackte. Und das kommt auch selbe Prinzip raus. Hier muss ich mal gucken, dass ich eine schöne Kurve hinkriege. Die fährt ja eh nicht schnell auf der Strecke. Also das ist, wie gesagt, normalerweise fast alles eingleisige Strecke hier. Ich glaube, nee, das ist alles noch eingleisige Strecke. Die wird erst zweigleisig hinten irgendwo bei... Ich weiß gar nicht, wo eine zweigleisig wird. Ich glaube, erst bei... Jetzt muss ich gucken, weil ich das Gefühl hätte, nach unten gemusst. Toll. Was sagst du? Ich sagte, jetzt muss ich wieder gucken, weil ich habe das Gefühl, ich hätte nach unten gemusst. Und dann, also wie gesagt, die Strecke kenne ich ganz gut. Ich kriege schnell nachgebaut. Basinghausen, dann kommt Kirchdorf, Egesdorf, Wenningsten, Lemmier hat einen Bahnhof, Weetzen, Ronnenberg, Empelde? Ja, nee, Quatsch, wo geht die lang? Bin mir gerade nicht sicher. Also das müsste ja dann irgendwo hier, glaube ich. Ja, irgendwo da auf jeden Fall. Genau. Da die Ecke geht das lang. So. Nächster Bahnhof Kirchdorf. Ach, mit dem Wasser da mehr nervt da. Ja, okay. Ja, hier muss ich nochmal ran. Das sieht unschön aus mit dieser Kurve. So. Dann haben wir das. Ja, das müsste hier die Bahnstrecke sein, oder? Ja. Ist das hier oben? Weil die wenigsten der Bahnhof müsste... wenn, das ist nicht wenigstens, das ist wenigstens der Markt. Egesdorf, der müsste irgendwo am
Wald liegen. Ich glaube, es ist ein bisschen wirklich hier oben lang gesehen. Dann gehen wir nämlich, glaube ich, hier außen lang. Genau. Da müssten wir eigentlich hier folgen, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich lege die richtig, die Bahnstrecke. Aber hier, nee, hier ist auch falsch. Wo geht denn die lang? Das ist hier gerade schwer zu erkennen. Hier vorne vielleicht? Ich lege sie erstmal hier entlang, weil das dürfte falsch sein mit dem Feld. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Wellington Bahnhof, das hier, ne? Ja, ja, muss ja. Genau, das geht hier vorne raus bei Wellington. Bin mir sicher. Das geht hier nämlich raus. Und hier müsste irgendwo so ein Turm sein, Wasserturm oder irgendwie sowas. Steht der überhaupt noch da? Keine Ahnung. Wurde nicht weggerissen? Aber dann muss das hier der Bahnhof sein. Das ist Weetzen, wo die Strecke abzweigt. Oder? Doch. Ja, genau. Das ist hier die Strecke Richtung. Ja, genau. Deswegen war ich auch völlig irritiert. Ich habe wenigstens mit Weetzen verwechselt. Entschuldigung. Weetzen ist die Strecke, wo er abzweigt. Nämlich dann geht es hier runter. Dann macht es auch mehr Sinn, dass die hier nach Springe führt und nach Bad Münder. Das geht hier runter. Das ist die Strecke. Also, ich nehme alles zurück. Was wolltest du sagen? Nee, alles gut. Ich habe jetzt einfach nur das provisorisch gemacht. Hab mir jetzt gesagt, ich mache es provisorisch. Ist nicht so, wie es ist, aber es ist einfach so, wie es nur geht. Ja, wenn es eher das geht. Ich würde sagen, ich baue mal den Kram. Wir sind ja schon wieder eine halbe Stunde drin. Sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei? Ja. Krass. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell, ne? Also, ja. Ich meine, wann haben wir angefangen? Um 17 Uhr oder so? Ja, ich hoffe beim Zuschauen auch. Wie spät haben wir es eigentlich? Halb neun. Boah, krass. Haben wir das auch fertig? Sehr schön. Ich würde sagen, offscreen kümmere ich mich dann darum, dass ich die Züge draufsetze und ein paar Stationen umbenenne. Und dann ist das fertig. Sehr schön, das ist cool. Nächste S-Bahn-Strecke, noch nicht ganz fertig. Die geht dann noch weiter bis Minden. Also theoretisch müssten wir sie dann noch weiterbauen. Das könnten wir vielleicht sogar machen, nächste Folge. Aber wir werden jetzt auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Aber nächste Folge könnten wir vielleicht Haste statt Tagen Bürkeburg-Minden anbinden. Dann haben wir nämlich die S1 fertig. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was hast du noch geschafft? Nee, ich wollte bei dir noch mal kurz vorbeigucken. Was hast du noch geschafft? Ich habe jetzt noch die, ich habe noch die Verbindung von Bad Zwischenahn über Westerstede, Ocholt, August Fehn nach Leer gemacht. Und zumindest schon mal so ein bisschen angedeutet und das auch schon so ausgebaut, dass du auch, dass der RE1 vom rechten Gleis auch hoch nach Emden kommt. Ach stimmt, der dreht ja in Leer, ne? Genau, der dreht in Leer und fährt dann hoch nach Emden. Und es gibt dann noch eine Regionalbahn mäßig, die halt von Emden komplett bis runter nach, jetzt weiß ich selber gar nicht mehr, wie es genau war, aber es fährt, glaube ich, genau, bis nach Münster. Es geht dann von Emden bis nach Münster auch nochmal. Ja, das dürfte dann teilweise auch die Marschbahn sein. Jo. Fädelt sich dann irgendwann in die Marschbahn ein. Quatsch, in die Marschbahn. Ich meinte die Rollbahn, nicht die Marschbahn. Marschbahn ist was anderes. Marschbahn ist Süd, glaube ich. Ja, genau. Also, da ist auch noch eine Menge bis nach unten, was ich noch machen kann. Und falls ihr selber Nimby Rails habt, selber auch Videos dazu macht und gerne mitbauen möchte hier an der Karte, dann könnt ihr uns auch, um nochmal hier dafür Werbung zu machen, könnt ihr es uns auch wissen lassen. Ebenso an die anderen. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch das Ganze hier gefallen hat und wie euch das Ganze gefällt, was wir als nächstes machen sollen, was ihr sehen wollt, was wir hier auf dieser Karte gemeinsam bauen sollen. Mhm. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, schreibt auch, wie ihr das findet. Und wie gesagt, mal gucken, vielleicht kommt der eine oder andere das nächste Mal dazu, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dann vielleicht noch an zwei, drei Ecken in Deutschland oder auf der Welt irgendwo noch Leute haben, die bauen. Jetzt aber, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Und tschüss.